Moin moin Leute, mein Name ist Lexus und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Ark Genesis 2. Es ist halt eben draußen, wir haben es gerade frisch runtergeladen, mega gehypt. Das letzte DLC, was für Ark auf jeden Fall so auf den Markt erscheint. Und ich bin mega gespannt, was auf uns zukommt, welche neue Dinosaurier dabei sind, was wir sonst noch so Neues erleben werden. Ich habe mega Bock drauf und ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich. Wenn ihr es noch nicht getan habt, unten bitte einmal abonnieren. Ich würde mich freuen. Ein bisschen Support schadet nicht. Es kostet euch nichts und würde mich auf jeden Fall um einiges unterstützen. Und solltet ihr mal Bock haben, mit mir zusammen zu zocken, jeden Freitag bin ich live mit Ark auf meinem eigenen Server. Wenn ihr mal Lust habt mitzuzocken, könnt ihr das gerne tun. Schaut einfach mal vorbei. Ab 14 Uhr bis 20 Uhr bin ich am Start. So, und jetzt legen wir los. Wir werden das Ganze im Singleplay-Modus spielen. Hier habe ich gerade schon mal eingeloggt gehabt. Das löschen wir jetzt wieder. Und Abyssum Spyglass kommt auch noch raus. Brauchen wir nicht. Wir spielen komplett ohne Mods. Ganz original. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Und da sind wir auch schon. Wir werden das Ganze ein bisschen... ich will ein bisschen dunkler haben. So, das passt doch schon. Ansonsten lasse ich den eigentlich. Augenfarbe können wir... Ah, komm, machen wir schön blau. Ich habe auch blaue Augen. Passt. Haarfarbe. Machen wir einen Blondie da draus. So. Alles tipptopp. Lexus 1987. Dann haben wir... Wo sind denn die ganzen Mediums? Okay, die Mediums sind eher so unten rechts. Very hard, oben links. Okay, allgemein die linke Seite. Die easy Seite ist oben rechts. Okay, wir nehmen mal Moonshade. Und dann würde ich sagen, let's go. Das sieht das schon mal nice aus. Ah, das Sound will noch nicht so ganz, aber gut. Dann sammeln wir mal direkt schon mal ein bisschen was ein hier. Schöne Blumen. Hexagon. Hast du Hexagons, die du ausgeben möchtest? Ah, da kriegen wir aber richtig gut Materialien. Sehr schön. Wir haben auch 1000 zur Verfügung. Sehr nice. Okay, das heben wir uns erstmal auf. Gucken wir erstmal. Ah, wir sind in so einem riesigen... In so einem riesigen Gebäude oder so eine Art Gewächshaus. Ach, da oben ist dann auch noch eine Ebene. Ja, sehr geil. Wir haben schon mal Dodos gefunden. Jetzt muss ich mir noch eben Inventar auf Tab legen. So, speichern. Fortsetzen. Alles klar. Ach was, wir haben komplette Tech-Klamotten an. Ja, cool. Ja gut, dann brauche ich die Klamotten ja erstmal nicht, ne? Ah, warum habe ich sie gelernt? Ach, Stein müssen wir noch sammeln. Hier ist Stein.
Wow. Bleib mal ja weg. So ein paar Steine haben wir. Mal fix die Spitzhacke herstellen. Mal direkt einen Schlafsack. Fundament. Brauchen wir nicht. Ach, das war das Falsche. Ich hab mir das Rezept reingezogen. Okay. Das war verkehrt. Wo ist der Dodo? Da ist der Dodo. Genau, her mit dem Leder und dem Fleisch. Tip top. Ja, weiter Bewegungsgeschwindigkeit, dann sind wir wenigstens ein bisschen schneller unterwegs. Ach ja, ich habe jetzt auch Fliegen, ne? Direkt. Sehr geil. Speer haben wir auch. Können wir auch direkt herstellen. Fackel nehmen wir auch mit. Axt nehmen wir auch mit. So. Können wir noch mehr Speere machen? Ne, wir brauchen mehr Holz. Okay. Sammeln wir erstmal ein bisschen Holz. Bin direkt überladen. Bauen wir gleich direkt ein Lager. Ich schmeiß jetzt mal noch eben raus, was ich hier nicht brauche. Oder was ich nicht unbedingt brauche. Box. Zack. Dann, wo sind die kleinen Viecher hin? Da ist eins. Boah, direkt kaputt gegangen. Nochmal kaputt gegangen. So, wir hatten hier vorne noch irgendwo eins. Rumstolzieren. Da. Ja. Ich brauche nämlich jetzt erstmal fix mehr Level. Mehr Leder. Und ist ein Argentavis, nice. Oh, hier ist haufenweise Kristall. Das ist eigentlich ein guter Startplatz hier, muss ich sagen. Direkt mal gucken, ob es hier noch irgendwie Eisen gibt oder so. Dann wäre das eigentlich tipptopp. Bisher sehe ich nur Stein. Da vorne ist ein Ankylosaurus. Mehrere sogar. Also wir haben hier Kristall. Da vorne. Oh, Mammut. Da hinten ist ein Deodicus. Oder Dödi. So rum. Okay, das ist schon mal. Wow, das habe ich mir aber erschrocken.
Hör mal du. Das geht aber so nicht. Okay, da bleiben wir erstmal weg von. Kein Eisen in der Nähe. Zumindest sehe ich jetzt erstmal so keins. Hier drauf, auf dem Felsen, ist vielleicht auch cool, erstmal was aufzubauen. Kann ich mich erstmal, ja, minimal aufbauen, ne? Gucken wir mal weiter. So, hier unten. Ne, hier gibt's nichts. Ui, was ist das denn da vorne? Guckt euch den Knaben mal an. Wie geil ist. Oh. Moment. Boah, wieder kaputt wieder. Denn für einer? Use Mutagel in last slot to initial. Was steht da? Hacking. Required Mutagel 0 von 15. Okay. Wildtech Strider. Nice. Was haben wir da vorne für Tiere? Für Dinos? Oh, das sehen aus wie große Ratten. Bei denen bleibe ich noch mal weg. Die lassen wir erstmal. Die lassen wir erstmal. Narkosemittel brauchen wir. Mörser brauchen wir. Fernrohr können wir gebrauchen. Zündpulver, so. Alles klar. Okay, da bleiben wir auch erstmal kurz weg. Also ich denke, wir werden uns hier auf jeden Fall aufbauen. Einfach nur, um erstmal ein paar Dinos zu kriegen, rumfliegen zu können. Ich sehe da hinten einen Pneradon. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich werde mich einfach hier in der Nähe des Kristalls platzieren. Da vorne war, glaube ich, noch mehr. Ja, hier war noch mehr. Genau. Vorne sehe ich schon Triceratops. Ist schon mal sehr gut. Ich laufe jetzt hier nochmal eben weiter. Mal gucken auf der Karte, wie groß das eigentlich ist. Wir haben die Karte sogar schon aufgedeckt. Die ist gar nicht mal so klein. Erstmal gekackt. Läuft. Wir kriegen auf jeden Fall erstmal alle wichtigen Dinos. Das ist schon mal gut. Für den Gebäudebau. Ich laufe jetzt hier aber noch mal ein Stück weiter. Ich würde gerne sehen, was da hinten ist. Was haben wir da? Ist das auch Kristall? Ja, das ist auch Kristall. Ja, wir haben hier auf jeden Fall die absolut friedliche Ecke erwischt. Bis auf ein paar kleinere Fleischfresser.
Überall Kristall. Also hier gibt's Kristall wie Sand am Meer. Was das da vorne ist, würde ich gerne noch wissen. Oh, können wir auch sofort aufmachen. Nice. Das Eisen, das nehmen wir direkt mit. Das fertige. Was schmeiße ich dafür raus? Was schmeiße ich raus? Was schmeiße ich raus? Wie schwer sind wir denn? 96. Das kann auch raus. Das kann raus. So, fertig. Kann ich noch irgendwas bauen? Jo, Schlafsack. Machen wir mal direkt zwei. Und dann brauchen wir Holz. Ich bin leider zu schwer gerade. Das ist nicht gut. Komm, Stein auch erstmal raus. Bin immer noch zu schwer. Uff. Okay. Das raus, das brauchen wir nicht. Das brauche ich auch nicht. Zaunfundament brauche ich auch erstmal nicht. Skins sind irrelevant. Minimal kann ich mich bewegen. Ich muss erstmal nur zu dem Baum da kommen, damit ich den Baum fällen kann. Dann können wir Fundament bauen. Und dann brauchen wir eine Stelle, wo wir uns dann im Endeffekt eigentlich aufbauen. So. Eins, zwei, drei. Machst du dir deinen ersten Unterschlupf? Hat die mich gerade erschrocken, hey. Hat die mich erschrocken. So, die Sachen haben wir gebaut. Erstmal schnell was. Sie auch schon mal weg. So, und ich bin immer noch zu schwer. Kann ich eine Kiste herstellen? Jo. Kiste können wir auch noch machen. Jetzt bin ich immer noch zu schwer. Sollen wir uns hier aufbauen? Ich weiß nicht. Ich guck mal eben, wie es hier unten ausschaut. Die Klippe herunter. Oh, da ist noch so einer, ne? Wahnsinn. Geiles Ding. Aber im Endeffekt sieht sie überall so aus. Ja gut, ich glaube hier ist erstmal wenig los. Wir können uns hier schon mal aufbauen, das ist nicht das Problem. Fangen wir einfach mal hier an. Oh ja. So, passt. Jetzt stellen wir noch eben nur die Kiste hier hin. Dann können wir einfach nur den Kram da reinpacken. So,
Jetzt hole ich mir nämlich schnell das Eisen. Kann das da auch schon mal safe reinstellen. So. Jetzt können wir uns ja neues Material holen. Beziehungsweise da vorne ist ja noch ein Strahl. Vielleicht schaffen wir es noch, den auch noch zu holen. Komm schon, schneller. Forest, run. Alles mitnehmen. Treibstoff, Filter. Okay. Haufenweise Kram. Was wir sicherlich noch gebrauchen können. Bauen. Stroh fehlt mir noch. Dann stellen wir her. Bola nehmen wir auch direkt mit. So. Rennen wir erstmal. Okay, wir sind wieder verdammt schnell. So, mein Problem ist, wir haben dort hinten zwei Raptoren. Die kommen uns ein bisschen zu nah. Oh Gott. Ich muss mich also beeilen mit dem Bauen. Ich habe gerade festgestellt, dass ich die falschen Sachen gebaut habe. Ich habe Dächer gebaut statt Fundamente. War jetzt nicht so clever. So, wir sammeln aber nochmal ein. Wieder Fasern. Oh, auch nochmal Level Up. Sehr gut. Können wir wieder ein bisschen Gewicht dazu nehmen. Und den Bogen. Und dann stellen wir auch nochmal Fundamente her. 1, 2, 3. Können wir schon mal mit der Wand anfangen. Bogen können wir auch schon mal basteln.
bin das gar nicht gewöhnt, mit einer Tech-Ausrüstung rumzulaufen. Können wir hier schon mal eine Wand anfangen. So. Den können wir selber ausrüsten. Sechs, sechs, so, zack. Was haben wir noch hier? Haben wir noch genügend davon? Ja. So, 1, 2, 3. Hier können wir bauen. Kommt dann auf jeden Fall schon mal hier hin. Zack. 1, 2, 3. Das reicht auch. Jetzt gehen wir weiter herstellen. Ich will einfach nur, also ne, damit ihr da wisst, was ich jetzt vorhabe. Also ich will mir einfach nur kurz ein kleines Häuschen bauen. Dann mir die Narkosemittel herstellen, dann genügend Bolas herstellen, dann besorgen wir uns ein Flugtier. Und sobald wir ein Flugtier haben, können wir mal ein bisschen rumgucken, schon mal. Ein bisschen erkunden. Und dann können wir auch gucken, das ist halt auch schon mal der springende Punkt, ne? Wir können dann halt direkt mal schauen, ob wir dann nicht noch vielleicht irgendwie einen besseren Baseplatz finden, ne? Also wo wir uns aufbauen können. Also ich meine, hier vorne ist schon cool, weil es halt die Dinos gibt, die wir auf jeden Fall brauchen. Aber es ist alles sehr offen, es ist alles sehr frei und ich möchte diesmal nicht hingehen und eine riesen Base bauen, womit ich halt einfach Tage beschäftigt bin. Ich benutze diese Base jetzt hier einfach oder dieses Häuschen dann einfach nur als Rückzugsort. Sollten wir mal sterben, dann können wir immer noch dort spawnen und wieder zurückkehren. Mehr soll das erstmal nicht werden. Und cool, ich sehe sogar zwei da oben. Okay. Gehst du wohl mal raus aus meinem Häuschen? Hallo? Was soll denn das? Eins, zwei, so, und dann brauchen wir einfach noch ein paar Dächer. So, also ein bisschen Stroh. So. Ah, und eine Wand, okay. Eine Wand, ein paar Dächer. Kriegen wir hin, würde ich sagen. So, wir haben mehr als 100 Stroh. Und mehr als 100 Holz einstecken. Das sollte eigentlich dann schon fast reichen. 100 Fasern haben wir jetzt auch. Easy. So, eine Wand. Steinpfeile. Parasaurus. Nehmen wir als nächstes die Holzsachen auf jeden Fall.
Damit können wir dann auch gut leveln. Mit den Holzsachen. Mal schön währenddessen noch weiter sammeln, dass wir schon mal gut XP sammeln. Auch wenn wir es jetzt nicht unbedingt brauchen. Also die Materialien.